Wir sind das letzte Panel des Tages. Ich würde ja gerne sagen, das Beste kommt zum Schluss, aber ich traue es mich nicht so richtig. Aber jetzt legen wir die Latte für uns selber mal hoch, so soll das sein. Genau, also Herr Thierse sagt schon, das müssen wir mal hinterher gucken, wie das so war. Wir legen die Latte mal recht hoch. Ich habe aber gleich eine schlechte oder gute Nachricht für Sie, je nachdem, wie Sie das würdigen wollen. Wir haben jetzt ein Panel, auf dem kein einziger Professor, keine einzige Professorin für Politikwissenschaften sitzt. Herr Zürn und wer immer gerade, der nahm das gerade mit Fassung, wenn ich das richtig interpretiert habe. Also wir werden jetzt deletieren, aber wir werden über eine Frage deletieren, die ganz wichtig ist und von der ich glaube, dass wir sie zum Abschluss dieser Tagung auch unbedingt stellen müssen, nämlich: Wie geht's weiter, vor allem wenn wir so komplexe Themen haben, so schwierige Themen haben wie den Klimaschutz? Und wie schaffen wir es, Klimaschutz und Demokratie zusammenzudenken? Die Organisatoren haben in der Überschrift über unser Panel geschrieben: Demokratie oder Klimaschutz. Und das ist natürlich erstmal eine Provokation, mit der wir umgehen müssen. Und um damit umzugehen, habe ich drei herausragende Gäste hier neben mir. Und zwar zwei Damen, die unser Durchschnittsalter etwas senken. Und das sind Merit Willemer und Anja Paolucci. Die beiden sind Klimaaktivistinnen, so steht das in der Referentenbiografie. Also die zwei sind bei Fridays for Future aktiv. Frau Willemer, Sie haben eine Ausbildung gerade gemacht als Regieassistentin. Momentan ist sie bei den Bremer Klinik-Clowns im Praktikum. Aber sie hat schon gesagt, wahrscheinlich geht es irgendwie Richtung Politik oder so. Ja, das ist ja auch ein Statement, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zurück. Frau Willemer hat die Ortsgruppe Fridays for Future in Ulm lange Zeit geleitet, weiß ich gar nicht, ob man das bei euch so sagt, oder sagen wir mal, sie war da ein sehr engagiertes Mitglied und ist jetzt aber auf Bundesebene vor allem für Kampagnen und Ähnliches zuständig. Und Anja Paolucci hat letztes Jahr ihr Abitur gemacht, macht gerade ein freiwilliges ökologisches Jahr in München am Umweltinstitut und war Sprecherin der Münchner Ortsgruppe und ist jetzt auf Bundesebene eine der Sprecherinnen für Fridays for Future. Und insofern also zwei junge Damen, die da voll in der Bewegung drin sind und uns sicherlich viel darüber erzählen können. Wir fangen auch gleich mit euch beiden an, aber vorher stelle ich noch den Herrn vor, der hier ja ein Heimspiel hat, denn er ist in Deutschland vor allem dadurch bekannt, glaube ich, dass er einige Jahre lang Chefredakteur der Zeit war. Und wenn ich mir hier das Publikum anschaue, dann weiß ich, alle von Ihnen haben mindestens ein Zeitabo und in der Regel noch die Süddeutsche obendrauf, und zwar in Print. Ja, und Es wäre jetzt aber natürlich verfehlt, Roger de Weck auf diese Zeit bei der Zeit zu reduzieren. Er ist einer der bekanntesten Publizisten, Intellektuellen der Schweiz und mit großer Strahlkraft natürlich auch nach Deutschland. Ich habe eben am Nicken hier gesehen, er ist offenbar nicht zum ersten Mal in der Akademie hier, wenn ich das eben richtig interpretiert habe. Und er war nach seinem Gastspiel in der Zeit lange Jahre der Chef der SRG, das ist die Schweizerische Rundfunkgesellschaft, also jemand, der, ja, wie sagt man das sozusagen, eine Art Intendant würden wir das wahrscheinlich bei uns nennen, und insofern ein Mann der Medien. Er hat vor zwei Jahren ein Buch veröffentlicht im Surkamp Verlag, das wie eine Überschrift jetzt vielleicht auch nochmal für dieses Panel passt. Es heißt Die Kraft der Demokratie. Und wenn das nicht sozusagen jetzt eine Runde ist, die uns nochmal positive Impulse für die Zukunft gibt und vielleicht das ein oder andere aufgreift, dann weiß ich auch nicht, was wir noch bieten sollen. Also, los geht's. Die Damen haben was vorbereitet und das wollen wir mal hören. Bitteschön. Katastrophe. Zwei Sätze dazu. Das sind zwei der großen Klimaindikatoren, die in der Klimawissenschaft verwendet werden. Einmal die globale Durchschnittstemperatur seit der industriellen Revolution, also Ende des 19. Jahrhunderts, und das Carbon Budget, also wie viel CO2 haben wir bereits ausgestoßen und wie viel können wir noch ausstoßen,
um innerhalb eines bestimmten Erwärmungsgrades zu bleiben. Klimakatastrophe. 1 Grad, 1,5 Grad Erwärmung, 2 Grad Erwärmung, 3 Grad Erwärmung. Je nachdem, wie diese Erwärmung ausfällt, sehen wir sehr unterschiedliche Folgen. Heute sind wir bei 1,1 Grad Erwärmung und in Norditalien wird jetzt schon das Wasser rationiert. Mitte Juni haben sie schon ihren 112. Tag Dürre. Der Po, eine der großen Wasseradern in Norditalien, hat einen niedrigsten Wasserstand seit 70 Jahren. Und das erwartet nicht nur Norditalien, das erwartet die ganze Welt, einschließlich Bayerns. Weltweit sterben jetzt schon tausende Menschen im Jahr an Extremwetterereignissen, vorrangig Hitzewellen. In Indien sind vor ein paar Monaten noch Vögel tot vom Himmel gefallen, weil sie an Hitzeschlägen gestorben sind. Und gleichzeitig sind letztes Jahr Stürme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Kilometer pro Stunde gemessen worden. Bei weiterer Erwärmung wird das noch viel extremer ausfallen. Je nach Erwärmungsgrad werden wir bis zu 39% unserer Biodiversität an Land verlieren. Gleichzeitig werden Milliarden zusätzliche Menschen von Viren wie dem Dengue-Virus gefährdet sein. Und bereits bei 1,5 Grad globaler Erwärmung werden harte Anpassungsgrenzen in der Wasserversorgung auf der ganzen Welt erreicht werden. Harte Anpassungsgrenzen, Grenzen, in denen wir weder durch technische noch durch ökosystembasierte Anpassungsmaßnahmen noch uns an die Klimakrise und an ihre Folgen anpassen können. Ergo, es geht das Wasser aus. Bei 2 Grad werden die Anpassungsgrenzen für Grundnahrungsmittel erwartet. Das heißt, uns geht das Essen aus. In diesem Kontext geht es, wenn wir über 1,5, 2 Grad oder 3 Grad reden, nicht um ein Völkerrecht. Es geht darum, ob wir überleben wollen. Also Klimaschutz oder Klimakatastrophe. Ja, der Titel dieses Panels ist ja, wie schon angesprochen, Klimaschutz oder Demokratie. Und nach dem, was wir gerade gehört haben, ist jetzt vielleicht bei manchen dieses Bild von der grünen Diktatur aufgekommen und es scheint alles irgendwie so einfach. Und es spukt ja immer mal wieder rum, aber gibt es diesen Vorschlag ernsthaft? Also wird da ernsthaft drüber debattiert, was ja an sich auch schon paradox ist? Dieser Mythos, dass Klimaschutz nur antidemokratisch geht, wurde aktiv gesät, um Klimaaktivistinnen wie uns den Wind aus den Segeln zu nehmen. Fridays for Future ist eine Bewegung, entstanden 2019 von jungen SchülerInnen, als Auszubildenden, StudentInnen und die aus dem tiefsten Willen Teilhabe einfordern. Die Teilhabe, die wir bis jetzt nicht haben. Für mich ist das das mitdemokratischste, was es überhaupt gibt. Und dass dies möglich ist, ist ein demokratisches Privileg. Unsere Mitaktivistin aus Indien, Disha, hat einmal gesagt, was deutsche AktivistInnen in Talkshows bringt, bringt sie ins Gefängnis. Und wer einmal kurz darüber nachdenkt, wird merken, Klimaschutz geht nur demokratisch. Klimaschutz braucht die Demokratie und die Demokratie braucht den Klimaschutz. Wenn wir die Klimakrise eskalieren lassen, bedeutet das sehr, sehr viele Katastrophen. Und Katastrophen sind kein guter Nährboden für Demokratie. Was vor uns steht, ist die vielleicht größte Transformation der Menschheitsgeschichte. Diese Krise ist eine Krise, die jeden und jede von uns betrifft. Und so brauchen wir auch jeden und jede, um sie zu lösen. Jede Stimme muss gehört werden. Dann schaffen wir auch dieses vermeintliche Gap von Menschen akzeptieren so langsam, dass Maßnahmen wichtig sind, aber akzeptieren gleichzeitig die Maßnahmen nicht. Dieses Gap können wir dann auch schließen. Und zuletzt können wir dann auch noch von Klimaschutz zu Klimagerechtigkeit kommen. Wenn wir jetzt sehr, sehr viel richtig machen, dann wird diese Riesentransformation, wenn wir diese Riesentransformation jetzt so richtig gut gestalten, dann können wir auch die Ungleichheiten global und national auflösen und haben eine klimagerechte und demokratischere Welt am Ende. Vielen Dank für diesen ersten Impuls und Roger de Weck hat das nächste Wort. Ja, meine Damen und Herren, liebe Anja, liebe Merit, Ihr Vortrag oder euer Vortrag
wir duzen uns seit 3 Minuten, hat mich beeindruckt mit seinem Ausgangspunkt, nämlich der Wissenschaft. Und so wie die Demokratie ein Kind der Aufklärung ist, so ist die Wissenschaft Kind der Aufklärung. Und eine Demokratie, die an den Erkenntnissen der Wissenschaft vorbei politisieren würde, wäre sich selber untreu. Und eure Bewegung pocht auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die ihr hier in Erinnerung gerufen habt, und man kann nicht auf aufgeklärtere Art und Weise vorgehen. Kommt hinzu, wenn ich einen Vergleich über die Generationen ziehe, meine Generation, ein bisschen zu jung, mein wirklicher 68er zu sein, aber stark davon beeinflusst, wollte die Welt verbessern. Eure Generation will die Katastrophe abwenden, das Schlechte abwenden, zunächst einmal. In philosophischen Kategorien könnte man sagen, die 68er waren bei Jean-Paul Sartre und ihr seid bei Albert Camus, der uns sagt, das Schlechte abgewendet zu haben, ist schon sehr, sehr viel und vermeidet auch so vieles an Fehlentwicklung, an mörderischer Fehlentwicklung, die der Autoritarismus und der Totalitarismus, die ja utopische und auch menschenfeindliche Weltverbesserungsentwürfe uns vorschlagen, machen. Lassen Sie mich in medias res gehen, denn Sie wollen ja, dass Demokratie handelt. Und Demokratie steht in der Pflicht, ihre Generation nicht zu verlieren, so wie sie andere Schichten. Wir haben es im brillanten Vortrag von Michael Zürn vorher gehört, verloren hat. Und deshalb muss sie sich meines Erachtens auch modernisieren. Und ich erwähne aber wirklich in Allzugstempo eine Reihe von Maßnahmen. Zunächst einmal für mich das Wichtigste, um die Handlungsfähigkeit der Demokratie zu stärken, ist das, was im Rahmen der OECD läuft, der Abbau des Steuerwettbewerbs. Die Einführung des Steuerwettbewerbs war ein ungeheurer Machtgewinn für die Wirtschaft, ein ungeheurer Machtverlust für die Politik. Die Investoren gingen zu den Regierern, macht, was ihr wollt, oder sonst gehen wir woanders. Ohne Abbau des Steuerwettbewerbs wird es keinen neuen Handlungsspielraum für die Politik und die Demokratie geben können. Das ist die Voraussetzung des Primats der Politik, also des Primats der Demokratie. Zum Zweiten ist elementar, dass das in einem medialen Umfeld geschehen kann, in dem sich das Aufgeklärte durchsetzt. Denn die Rechtspopulisten, die erwähnt wurden, sind alle eingefleischte Antiökologen. Und haben sie die Möglichkeit, den Ton anzugeben in der Gesellschaft, wird die Ökologie es noch schwerer haben. Meines Erachtens bedarf es da weit über die beiden wichtigen Beschlüsse, Richtlinien der EU hinaus, die Digital Market und die Digital Services Act, einer europäischen Digitalbehörde, die von der Beherrschung des Markts über die Algorithmen bis zum Datenschutz sämtliche Aspekte dieser antidemokratischen und mit ihren Algorithmen das emotionalisierende, polarisierende, destruktive, emporschießende, diese Plattformen müssen an die Hand genommen werden. Zum Dritten bedarf es einer Unterstützung des guten, aufgeklärten Journalismus in Zeiten, in denen Journalismus zum Verlustgeschäft geworden ist. Und dann bedarf es meines Erachtens einer Reihe von Maßnahmen, die die Umwelt als schwächstes Glied der Politik auch institutionell stärken. Und ich meine es nicht einfach am Reißbrett. Man kann nicht Institutionen modernisieren so, sondern es ist ein iterativer Prozess, ein Hin und Her zwischen einer Entwicklung der Mentalitäten in der Gesellschaft, die neue oder modernere Institutionen hervorbringt und diese wiederum prägen eine neue Mentalität in der Gesellschaft. Man kann mit dem ganz Banalen anfangen. Warum nicht ein Rat der Umweltweisen
in der Regierung, nicht von außerhalb der Regierung, wie der Council of Economic Advisors in den USA, der im Weißen Haus ist und nicht von außerhalb arbeitet. Und da haben Ökonomen, die des Ökologischen so mächtig sind, in den USA vieles geschaffen, warum nicht auch in der Bundesrepublik? Oder auch ein kleiner Schritt. Warum soll der Bundesfinanzminister ein aufschiebendes Veto haben, nicht aber auch die Bundesumweltministerin? Der sparsame Umgang mit natürlichen Ressourcen ist nun wirklich mindestens so wichtig wie der Umgang mit finanziellen Ressourcen. Warum nicht die beiden gleichstellen? Dann bin ich mir sicher, und zwar überhaupt nicht als Schweizer Nationalist, dass es der Stärkung einzelner direktdemokratischer Elemente braucht. Die direkte Demokratie hat den Vorteil, dass sie politische Themen viel früher auf die Agenda setzt als die parlamentarische Demokratie. Wir hatten in der Schweiz Volksbegehren mit Umweltanliegen schon in den 1970er Jahren. Weit voraus den Parlamenten, weit voraus einem beträchtlichen Teil der vorher erwähnten politischen Klasse. Die Stärkung direktdemokratischer Elemente auch auf Bundesebene scheint mir auch dem Internetzeitalter zu entsprechen. Wir haben weit mehr Ausdrucksmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger und die sollen entsprechend auch mehr Einwirkungsmöglichkeiten haben. Gerade diese Diskrepanz zwischen gesteigerten Ausdrucksmöglichkeiten und blockierten Einwirkungsmöglichkeiten ist eine Ursache des Frustes. Dann glaube ich, dass Wahlrecht Alter 16 ein wichtiger Teil wäre. Die Generation, um deren Zukunft es geht, hätte dann ein etwas stärkeres Gewicht. Aber man kann auch visionärer denken. Wir haben in Europa, in Straßburg, einen Europäischen Gerichtshof für die Menschenrechte. Warum nicht auch einen Europäischen Gerichtshof für die Rechte der Natur? Und eine Europäische Konvention für die Rechte der Natur, wohl wissend, dass die Juristen viele Einwände möglicherweise haben werden, aber man könnte in diese Richtung denken. Oder noch weiter gedacht, nicht wenige Länder, gerade die fortschrittlichen nordischen Länder, haben nur eine Parlamentskammer. Warum nicht eine zweite Parlamentskammer schaffen, die nicht die Kammer der Regionen wäre, sondern die Umweltkammer mit gewählten Umweltabgeordneten, die jeden Gesetzentwurf unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, der Schonung natürlicher Ressourcen betrachtet und eine hohe Kompetenz und nach auch Gewicht entwickelt. Schlaglichter auf die Notwendigkeit, unsere Demokratie, die im 17. Jahrhundert erdacht, im 18. und 19. Jahrhundert implementiert wurde, auf die Höhe des ökologischen und digitalen 21. Jahrhunderts zu bringen. Ich glaube, die Chancen sind da. Zu Ihnen spricht ein Optimist, ich würde sagen ein Kulturoptimist. Die Rechtspopulisten, die antiökologischen Rechtspopulisten sind in der Defensive. Die aufgeklärten Themen sind in der Offensive. Das Bewusstsein um den Wert der Demokratie ist auf dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs noch gesteigert worden. Meine Damen und Herren, das ist die Stunde der Demokratinnen und Demokraten. Vielen Dank. Wenn Sie dachten, bei uns sind die jungen Leute für die radikalen Thesen zuständig, dann haben Sie sich getäuscht. Dafür haben wir dann Roger de Weck. Anja und Merit, wenn ich euch mal sozusagen direkt um einen Kommentar bitten darf zu den Vorschlägen, die Roger de Weck ja gerade gemacht hat. Da fällt mir, wenn ich die so Revue passieren lasse, auf, die sind radikal, aber sie bleiben doch eigentlich der Demokratie und den Institutionen der Demokratie, die wir so kennen, relativ treu. Also es geht um, du sprichst von Regierungen, von Gerichtshöfen und so weiter. Also alles, was wir eigentlich auch kennen, natürlich mit einer unfassbaren Wucht, das in eine neue Richtung zu katapultieren. Ist das ein System, mit dem ihr euch noch identifiziert oder habt ihr da schon den Glauben verloren, dass man da noch was
machen kann. Also nur mal als Beispiel Regierungsveto für eine Bundesumweltministerin beispielsweise. Und wenn ich das mal so herausgreifen darf, ist das, ihr findet es sicherlich gut, aber ist das sozusagen das, was euch vorschwebt? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Gerade auch, was du angesprochen hast mit den Rechten der Natur, finde ich ein super wichtiges Thema, was auch gerade in Bayern als Volksbegehren aufgekommen ist. Ich glaube, letzten September ist in Bayern ein Volksbegehren für die Rechte der Natur gestartet. In einigen lateinamerikanischen Ländern zum Beispiel hat die Natur schon Rechte in der Verfassung festgeschrieben. Und ich glaube, das ist unfassbar wichtig, um die Anerkennung für die Natur, die ja die Grundlage unseres Lebens bildet, die aber auch gerade durch Narrative wie die Umwelt statt der Natur als ein externalisierter Faktor der Menschheit jetzt gesehen wird, wieder anzuerkennen und eben ihren Schutz zu gewährleisten, der ja auch unser Leben dann gewährleistet. Also ja, große Zustimmung. Ja, und wir sehen ja ganz offensichtlich, ist so wie es gerade läuft, oder die letzten Jahrzehnte funktioniert es ja offensichtlich nicht. Und deswegen ist es sehr an der Zeit, auch neue Ideen zu entwickeln und auch umzusetzen und auszuprobieren. Und keine Ahnung, wenn am Ende was nicht klappt, dann hat es halt nicht geklappt. Aber so weitermachen wie bis jetzt ist ja offensichtlich keine Option. Und gerade so Sachen wie das Wahlalter absenken, würde uns einfach nochmal viel mehr Stimme geben. Also wir haben angefangen, da hatten viele von uns kein Wahlrecht. Dann auch, gerade dieses Klagending ist, glaube ich, ein Riesenpotenzial. Ich würde da auch noch ergänzen, dass es super wichtig ist, dass Menschen aus dem globalen Süden, die konkret unter dieser Klimazerstörung leiden, auch irgendwie das Recht haben oder die Möglichkeit haben müssen, irgendwie Regierungen, Staaten, wie auch immer, des globalen Nordens verklagen zu können. Das wird schon in Teilen versucht, aber es ist immer noch so ein bisschen kompliziert. Weil man Menschen nicht für irgendwas verklagen kann, was sie nicht getan haben, oft, aber vielleicht kannst du wieder auch widersprechen. Wir Demokratie, wie es bis jetzt ist, hat in diesem Punkt jetzt noch nicht die mega Arbeit geleistet, aber was eben nicht der Schritt in die Richtung dann eben weniger Demokratie, sondern viel, viel, viel mehr Demokratie. Und da sind all diese Vorschläge, glaube ich, sehr, sehr passend und es wert, auf jeden Fall mal anzugehen. Ja, um noch einen kleinen Einschub zu machen, was Merit gerade gesagt hat, wie unfassbar wie unfassbar entmutigend ist es, dass wir Regierungen verklagen müssen, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Also wenn Gerichte der Ort sind, wo unser Leben, unsere Lebensgrundlagen geschützt werden und nicht mehr Parlamente, dann überrascht es mich nicht, wenn Leute das Vertrauen in die Demokratie verlieren. Bougie, du hast das Mikro schon in der Hand. Um es auf den Punkt zu bringen, versuchen, der Leistungsausweis in Sachen Umweltpolitik, Klimapolitik der Demokratien ist schlecht. Und der Leistungsausweis der autoritären Systeme ist noch schlechter. Das hat man nur schon in Glasgow gesehen, als es die autoritären Staaten waren, die am meisten bremsten und am meisten darauf pochten, dass weiterhin beispielsweise Kohle abgebaut wird, China und Indien, das immer autoritärer regiert wird. Und dass demokratische Staaten waren, die natürlich zu zögerlich, die natürlich zu zaghaft da waren. Also die Demokratie ist verdammt langsam und darunter leiden viele von uns, ich glaube alle auf dem Podium. Aber ich wüsste nichts, was schneller ist und da spricht vielleicht aber auch der etwas älter gewordene Mann. Nicht alles hängt vom politischen System ab. Ich glaube, der Mensch denkt langsam und er denkt noch langsamer um. Egal in welchem System. Und das kann man nur sehen an der Geschichte der Demokratie. Also mit der Magna Charta in Großbritannien, Montesquieu später. Der lange, lange, lange Weg zur Gewaltenteilung, unglaublich im Schneckentempo. Ein Gedanke, der eigentlich hätte einleuchten sollen. Und so viele Gedanken sind viel zu langsam implementiert worden. Der Unterschied jetzt, und den habt ihr betont, ist, wir haben verdammt viel weniger Zeit, als es vielleicht früher der Fall gewesen wäre. Applaus
Wir haben ja die Tagung begonnen mit Olaf Scholz und damit ist ja, Entschuldigung, Merit, ich wollte dich nicht zum Lachen bringen, aber damit haben wir ja vielleicht doch nochmal kurz einen Blick auf die aktuelle Situation, und zwar insofern, dass wir ja eine Bundesregierung haben, die mit grüner Beteiligung ist an wichtigen Stellen, wo auch die anderen oder vielleicht nicht alle, aber wo doch sozusagen das Bewusstsein jetzt für Klimaschutz sicherlich stärker ist als vorher. Das kann man vielleicht doch schon mal so formulieren. Und es gibt ja auch, es gab ja bei der letzten Bundestagswahl auch die Diskussion um AktivistInnen aus eurer Gruppierung, aus Fridays for Future, die in den Bundestag gehen. Einige haben es geschafft, viele haben es auch nicht geschafft. Dafür waren die dann zu schlecht platziert auf den jeweiligen Listen. Und das ist sozusagen der Marsch durch die Institutionen, den die 68er irgendwann auch angetreten haben. Wie steht ihr dazu? Wie steht ihr zu dieser Regierung, von der ich den Eindruck habe, sie hat jetzt vielleicht euch doch auch an der einen oder anderen Stelle schon enttäuscht oder vielleicht auch nicht. Vielleicht seht ihr auch noch ein großes Potenzial, würde mich interessieren. Und wie steht ihr zu der Frage, soll man sich denn jetzt in diese Institutionen hereinbewegen? Also Merit, du konkret, dein Lebensplan, also Bundestag, in wann wählen wir wieder, 3-4 Jahren, ist das eine Option? Ach, so viele Fragen. Also ich möchte erstmal nur zu Olaf Scholz sagen, ich finde es extrem antidemokratisch, KlimaaktivistInnen mit dem Dritten Reich zu vergleichen. Nur noch mal kurz an dieser Stelle. Doch, das hat er gemacht. Das können wir heute jetzt nicht aufdröseln, aber wenn er es nicht gemacht hat, warum hat er das dann nicht gesagt und sich entschuldigt? Dann die nächste Frage war, wie wir die durch die Institutionen, genau. Achso, nee, erstmal zur Regierung. Das ist super spannend, könnt ihr mal drauf achten. Natürlich haben wir eine Regierung, mit der man jetzt wesentlich besser arbeiten kann, was Klimaschutz angeht, als die GroKo davor. Was die Grünen aber gerade ziemlich gut machen, allen voran Robert Habeck, sie verkaufen ihre Maßnahmen so, das hat man konkret beim Osterpaket gesehen. Wir können das gerne später ausdiskutieren. Man hat es konkret beim Osterpaket gesehen, es wird so dargestellt, ob wirklich alles, also wir tun alles, was möglich ist, und es wird so ein unfassbar gutes Gefühl verkauft. Mehr ist wirklich gar nicht möglich und wir packen es jetzt auch richtig an. Und das ist eben was nicht stimmt. Also es ist eben noch, weil auch in diesem Osterpaket und auch in dem Sommerpaket, die beiden Gesetzespakete, die so die größten Klimaschutz-Gesetzespakete werden, diese Legislatur, steht bei weitem noch nicht alles drin, was wir brauchen. Also da sich jetzt auch nicht täuschen lassen. Das ist natürlich auf der einen Seite ist es natürlich total positiv, irgendwie Baby-Steps in die richtige Richtung machen zu können, aber ja, wir brauchen eben sehr, sehr viel größere Schritte. Genau, und zuletzt, also wie schon gesagt, wir brauchen irgendwie alles, was möglich ist, und wir müssen alles in die Waagschale werfen, um das Ruder noch rumzureißen. Und wenn das junge Menschen in Parlamenten ist, dann sind das junge Menschen in Parlamenten, und jetzt konkret kann man Emilia Fester nennen, die einen guten Job macht. Und gleichzeitig braucht es aber auf jeden Fall den Druck von der Straße, weil wir haben gesehen, ohne uns passiert nichts. Und ja, was mich persönlich angeht, also ne, es kam jetzt letztens die Nachricht, 1,5 Grad könnte in 4 Jahren, 26 erreicht sein. Mir kommen auch immer die Worte einer Mitaktivistin in den Kopf, die gesagt hat, Merit, wir könnten 1,5 Grad überschritten haben, bevor ich mein Abi habe. Und das sind die Zeithorizonte, in denen wir denken. Mir fällt es super schwierig, darüber hinaus zu denken, was über diese 3, 4, 5 Jahre, also das sind die entscheidenden Jahre. Und wenn wir, genau, also wir werden immer irgendwie Schadensbegrenzung betreiben. Auch danach geht es natürlich irgendwie weiter, aber ich kann gerade nicht länger denken als das. Und genau, wir werden sehen. Na gut, das ist kein Dementi, würde man jetzt sagen. Aber Anja, wie ist das, wie nimmst du das wahr? Persönlich, ich bin von Herzen Naturwissenschaftlerin, das heißt, ich sehe mich in der Naturwissenschaftlerin. Das heißt, ich sehe mich sehr stark in der Klimaanpassung, Katastrophenschutz-Ecke und gar nicht so sehr im Parlament. Ich weiß nicht, nicht mein Ding. Wie dem auch sei, vielleicht ganz kurz zu dieser Sache, 2026 haben wir 1,5 Grad überschritten. Das ist eine Prognose, die aussagt, dass 2026 das erste Jahr sein wird, in dem der Temperaturdurchschnitt dieses einen Jahres 1,5 Grad über dem Temperaturdurchschnitt des 30 Jahre Durchschnitts der vorindustriellen Zeit liegen wird. Das heißt, die 1,5 Grad Grenze wird noch nicht überschritten sein, aber es zeigt, wie stark wir dieser Grenze kommen.
Also das ist nur, um da kurz zu differenzieren. Genau. Also ich sehe mich in der Wissenschaft, ich sehe mich, keine Ahnung, beim THW oder so. Fair enough. Roger, wenn wir jetzt gerade so hören, mit der Bundesregierung ist man auch nicht so richtig zufrieden und es ist sicherlich schon vielleicht die fortschrittlichste oder eine der fortschrittlicheren Regierungen in der Welt. Wie kommen wir denn jetzt weiter? Was sind denn die Schritte, die wir, oder wie kommen wir auf den Projekten, bei den Projekten weiter, die du skizziert hast, die ja auch Mehrheiten brauchen, die auch Geld brauchen und so weiter? Eine Antwort vielleicht in zwei Teilen. Zum einen, was Merit und Anja fordern, hätte der Bundesrepublik viel Ärger jetzt erspart, hätte man statt immer mehr Energie zu verbrauchen, Energieverbrauch gedrosselt, wäre ein Teil der Krise im Zusammenhang mit der Ukraine jetzt weggefallen. Das heißt, die Anliegen, die Sie vorgetragen haben, haben mit dem Ukraine-Krieg nicht etwa an Aktualität verloren, sondern an Dringlichkeit gewonnen. Das zeigt ja auch, dass es letztlich Forderungen sind aus der Mitte der Gesellschaft und nicht, wie das immer wieder versucht wird, extreme Forderungen. Es sind vernünftige Forderungen, es sind letztlich maßvolle Forderungen. Und ich bin insofern zuversichtlich, vielleicht einen kleinen Schuss Zweckoptimismus, aber ich finde, dass durch die Pandemie und die jetzige Krise vieles in den Köpfen jedenfalls sich eher zum Guten entwickelt hat. Der Gedanke des Klimaschutzes ist nicht etwa in den Hintergrund getreten, sondern geschärft worden. Und manche haben ja gesagt, die Pandemie, die Klimakrise ist eine Pandemie in Zeitlupe, in schneller Zeitlupe, müsste man hinzufügen. Mitten aus der Pandemie heraus ist eine mächtige antirassistische Bewegung entstanden in den USA, auch in Europa, Black Lives Matter. Es ist heute etwas schwieriger geworden, rassistisch zu sein. Mitten aus der Pandemie heraus ist das geschehen, was meistens geschieht in Krisen. Die herrschende Minderheit der Männer hat sich darauf besonnen, dass es auf die systemrelevante Mehrheit der Frauen ankommt. Und deswegen macht die Gleichstellung nicht gewaltige Fortschritte, aber sie macht unaufhaltsam Fortschritte und die reaktionären Populisten sind hier auf verlorenem Posten und das stärkt auch den ökologischen Gedanken, der ganz überdurchschnittlich von Frauen getragen wird, wo die rechtspopulistischen Antiökologen Männerparteien sind in der großen Mehrheit. Und wir haben mitten in der Pandemie plötzlich das Bewusstsein gehabt, über die Linke hinaus, dass es mit der Ungleichheit, wie sie sich auf der Welt entwickelt, nicht weitergehen kann. Selbst der Internationale Währungsfonds, dessen Austeritätsprogramme massiv zur Ungleichheit und entsprechend auch zu ökologischen Katastrophen in der Welt beigetragen hat, sagt jetzt, man müsse den Teufelskreis der Ungleichheiten durchbrechen. Das heißt, in den Köpfen haben wir jetzt plötzlich eine Situation, wo man daraus etwas machen könnte für eine aufgeklärte Politik. Und sie muss nicht nur von der Linken getragen werden, das möchte ich betonen. Die soziale Marktwirtschaft war eine Erfindung von Konservativen bis Reaktionären, Bismarck am Anfang und nachher Ludwig Erhard, Liberalkonservativer. Und wo es heute darum geht, eine ökosoziale Demokratie nach und nach zu entwickeln, ist das keine Aufgabe, die man an die Linken oder an die Grünen delegieren kann? Da müssten die Konservativen sich genau darum bemühen. Erst recht auf dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, so wie die soziale Marktwirtschaft zur Kohäsion der Gesellschaft im Kalten Krieg beitragen sollte, wird man jetzt wesentlich mehr Kohäsion der Gesellschaft brauchen, wenn es einen größeren Konflikt gibt mit Russland, mit China. Sonst haben wir in unserer Gesellschaft noch viel mehr Putin-Versteherinnen und Putin-Versteher. Das heißt, sowohl der Ukraine-Krieg als auch die Umweltpolitik laden zu einer griffigen Sozialpolitik ein. Ohne griffige Sozialpolitik gibt es keine griffige Umweltpolitik, weil sonst nur die Schwächsten getroffen werden. Und das hat man gesehen anhand des Gelbwestenaufstands in Frankreich. Es ging ja um Preiserhöhungen, Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel.
Hier müssen wir in dieser neuen Lage nach der Pandemie und angesichts des Krieges alle umdenken. Und die Treiber dieses Umdenkens, die Treiberinnen, das waren namentlich Fridays for Future. Bin schon lang genug, aber nur noch ein Aspekt. Die Parteiendemokratie hat jetzt eine Herausforderung. Was mit Fridays for Future geschehen ist, ist zum ersten Mal eine mächtige politische Bewegung quer durch sämtliche Nationen des Westens wenigstens. Das ist das, was man sich wünscht, dass es endlich den nationalen Rahmen durchbricht. Und Klammer auf, dass das von Stockholm ausgegangen ist, hat durchaus auch vielleicht damit zu tun, dass die Erziehung zur Demokratie, altmodisch formuliert Staatskundeunterricht, in den nordischen Ländern am besten gepflegt wird. Klammer zu. Mit anderen Worten, hier wird die Parteiendemokratie nicht umhin können, sich zu fragen, wie können wir Bewegungen wie Fridays for Future, und es gibt andere auch, besser integrieren in die Demokratie. Die Roger de Weck hat ja gerade schon das internationale Fenster so ein bisschen aufgemacht, und das ist ja auch immer so eine Frage, die eine Rolle spielt, was hilft es, wenn wir hier voranschreiten, was und so weiter. Vielleicht könnt ihr diesen Punkt mal abräumen oder mal erklären, wie ihr zu der Frage steht, was passiert eigentlich, wenn wir viel machen, aber China nichts macht? Also zum einen stimmt das gar nicht so richtig, dass China nichts macht. Also China hat ja auch ein Interesse daran, nicht an der Klimakatastrophe zu enden. Also China hatte letztes Jahr die größten Überflutungen der Welt. Also was waren das? 20 Millimeter in 6 Stunden oder so? Bin mir bei den Zahlen gerade nicht ganz sicher. Aber unfassbare Mengen, die wirklich die Hälfte ihrer Ernte zerstört haben, Millionen Menschen der Hungersnot ausgesetzt haben. Das heißt, die haben ja auch ein Interesse daran, Klimaschutz zu betreiben. Und das weiß auch die chinesische Führung. Gleichzeitig verursacht Deutschland als Staat, der einen minimalen Teil der Weltbevölkerung stellt, also weniger als 1%, 2% der globalen Emissionen. Wir als ein Land, ein kleines europäisches Land, verursachen mehr Emissionen als der gesamte afrikanische Kontinent. Das heißt, wenn wir über Klimaschutz in Deutschland reden und sagen, ja, aber wir machen doch nur 2%, ja, das ist ein Vielfaches vom Großteil des Restes der Welt. Wir sind in den Top 10 Emittenten der Welt. Wir haben einfach eine grundsätzliche Verantwortung und wir haben auch die finanziellen Mittel, diese Verantwortung zu meistern. Und das müssen wir auch anerkennen. Und ich finde es ein bisschen kindergartenmäßig, sich hinzustellen und zu sagen, oh, aber die anderen machen nichts, deswegen mache ich jetzt auch nichts. Also hallo. Und bei den COPs tritt die EU ja immer geschlossen auf. Und also man kann jetzt irgendwie auch nicht die Macht, die Deutschland in der EU hat, irgendwie niederreden. So ganz aktuell kann man da von der EU-Taxonomie sprechen, die jetzt gerade irgendwie an so einer zweistelligen Zahl deutscher Konservative hängt, ob die jetzt angenommen wird oder nicht. Und das ist eben auch da wieder so ein gutes Beispiel. Die Taxonomie definiert, was finanzpolitisch als nachhaltig gilt. Und wenn da Gas und Atom drin steht, dann ist das eben nicht so gut. Das ist aber eben auch was zwar in der EU gilt, aber eben weltweit Folgen hat, weil wenn die EU einen Standard setzt, dann müssen eben manche nachziehen, weil ist eben, also Markt und so, dann hat eben auch, wie gesagt, China wieder ein Interesse daran, so zu produzieren, dass es eben auch in der EU verkauft werden kann. Also sich hinzustellen, zu sagen, wir sind aber viel zu klein dafür und ist einmal auch historisch, also von den historischen Emissionen haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, extrem ungerecht und falsch gedacht. Und auch jetzt ist es so, also manchmal haben wir den Anspruch irgendwie, bei G7 sind wir irgendwie on top of the world und dann bei anderen Dingen sagen, machen wir uns klein und sagen, nee, jetzt hier doch nicht. Also. Darf ich? Das Argument, das du als Advocatus Diaboli angeführt hast, Ruprecht, das ist wie wenn ich mit meinen Enkelkindern in den Park spazieren gehe und sage, also ihr dürft schon den Müll am Boden werfen, wenn ihr die Einzigen seid, dann ist es ja egal, oder? Also das ist ein Argument, das nicht funktioniert. Nein, ich finde, die Bundesrepublik und andere Länder, mein Land natürlich auch, haben eine besondere Verantwortung, weil die EU
das war ja auch ein Thema in unserer so spannenden Tagung, ist eine regulatorische Großmacht. Wenn es eine Großmacht gibt, die weltweit Standard zu setzen imstande ist, dann ist es die EU. Und wenn da innerhalb der EU ein paar vorangehen und diejenigen, die etwas weiter vorne sind in der EU, haben die anderen mitgezogen. In vielen EU-Ländern gäbe es heute praktisch keine ernsthafte Umweltpolitik, wenn es nicht ein paar Länder gegeben hätte, die da langsam genug mitgezogen hätten, dann haben sie einen Multiplikatoreffekt, der nicht zu unterschätzen ist. Und es kommt ein zweiter Faktor hinzu. Man muss, was die Demokratie betrifft und was die Umweltpolitik betrifft, strahlen. Wenn man ausstrahlt, dann hat das Einfluss. Der Rückgang, der von Michael erwähnte Rückgang der Demokratie in der Welt, hat durchaus auch mit Trump und solchen, also plötzlich war die Demokratie nun wirklich kein attraktives Modell mehr, am 6. Januar 2021 schon gar nicht. Und wenn wir hier in der Lage sind, mit Umweltpolitik zu strahlen, dann ist das ein weiterer Beitrag, um die Rechtspopulisten noch stärker in die Defensive zu drängen. Die AfD in der Bundesrepublik hat verloren. Sebastian Kurz in Österreich, der Inbegriff vom Kippen des Konservativen ins Reaktionäre ist weg. Salvini in Italien, der eingefleischte Anti-Europäer, musste dem eingefleischten Europäer Mario Draghi zum Amt des Ministerpräsidenten verhelfen und hat irgendwie das Profil und das Gesicht verloren. Marine Le Pen hat nicht den Hauch einer Chance, je Präsidentin zu werden. Und, selbst in meinem Land, die SVP, die sogenannte Schweizerische Volkspartei, erodiert. Wir haben es mit einer Wende zu tun. Die Gründe, das hat auch Michael Zürn erwähnt, sind noch nicht weg. Und wenn wir bei Inflation, bei Kosten des Kriegs, bei Kosten der Umweltwende das alles auf die kleinen Leute, um es jetzt einfach zu formulieren, abwälzen, dann werden die Populisten wieder hochkommen. Aber jetzt ist eine Window of Opportunity, um sie, damit die Aufgeklärten wieder in die Offensive gehen. Das ist das, was mich zuversichtlich stimmt. Sie dürfen gleich natürlich Fragen stellen. Alle Fragen, die Sie sich Ihre Enkel oder Kinder bislang nicht zu fragen getraut haben, können Sie an diese beiden adressieren. Und alles, was Sie zum Klimaschutz und Demokratie wissen wollen, ans Panel insgesamt. Ich wollte euch nochmal konfrontieren. Roger Deweck hat schon von den Medien gesprochen. Ich zitiere jetzt mal aus einem Medium, es ist der Spiegel. Der hatte vor ein paar Wochen so einen Bericht, haben Sie vielleicht gesehen, über den aktuellen Zustand von Fridays for Future. Und das hatte die Überschrift: Ermattet, orientierungslos, frustriert. Steht die Bewegung vor dem Aus oder wird sie radikaler? Ihr wirkt jetzt nicht so richtig ermattet, orientierungslos und frustriert. So sehen die zwei Kolleginnen nicht aus. Aber vielleicht trotzdem die Frage, also steht die Bewegung vor dem Aus oder wird sie radikaler? Oder ist es so, wie Roger Deweck sagt, und wir haben so viel Zuversicht, dass das jetzt alles ordentlich weitergeht? Vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen kommentieren. Frustriert? Ja. Ermattet? Nein. Orientierungslos auch nein, habe ich nein. Den Eindruck. Ja. Ich würde sagen, die Orientierung ist klar. Klimaneutralität 2035. Ich würde sagen, es steht recht gut um die Bewegung. Wir sind aktiv. Nächste Woche in München, Streik zum G7. Wer kommen will, ist herzlich eingeladen. Also wir sind da, wir arbeiten total viel. Ich glaube, ganz viel passiert gerade ein bisschen im Hintergrund. Und ganz viel ist gerade einfach Ausrichtungsarbeit, weil jetzt große Sachen anstehen. Der G7, COP 27 demnächst. Das sind alles Sachen, die jetzt kommen, die jetzt aufgearbeitet werden. Und wir werden natürlich auch präsent sein und wir werden bleiben und wir werden nerven. Und wie sehr wir uns radikalisieren werden, hängt davon ab, wie sehr sich die Klimakrise radikalisiert und wie wenig radikal die Politik sein wird. Radikalisierung, ganz wichtig, nicht Steine schmeißen, sondern inhaltliche Radikalisierung. Wir werden keine Bomben an Pipelines binden, sondern inhaltlich radikalere Forderungen aufstellen. Großer Unterschied.
Ja, ich glaube, man kann nicht mehr an zwei Händen abzählen, wie oft der Spiegel uns schon tot gesagt hat oder und Co. Also ich glaube, das hat schon im Dezember 2018 angefangen oder so. Also das ist natürlich irgendwie so nett, irgendwie da so einen Bericht drüber zu schreiben, weil jetzt irgendwie, also auch viel passiert ist und irgendwie eine Bewegung, die 3 Jahre alt geworden ist, natürlich nicht mehr wie an Tag 1 da steht, sondern sich eben weiterentwickelt. Das ist was total Natürliches, aber genau, wie gesagt, wir sind so lange da, wie es uns braucht, solange es die Klimakrise gibt, weil vorher ist einfach, also es gibt ja keine andere Option, als weiterzumachen und aufzugeben, ist einfach, also warum? Dann hätten wir es auch gar nicht erst starten müssen. Die Debatten bringen ja auch überhaupt gar nichts und irgendwie das Verändern einer Bewegung auch die ganze Zeit in Frage zu stellen, sind auch irgendwie so, wieso wird da Kraft und Zeit drauf verwendet? Man könnte auch über die Inhalte debattieren und ich finde auch nicht, dass die Entscheidung, ob wir 1,5 Grad überschreiten oder nicht, eine ist, die man irgendwie an uns abschieben kann, weil wir jetzt irgendwie gerade durch eine Phase gehen, wo wir nicht die Millionen auf die Straße bringen. Also das kann es doch auch nicht sein, dass wir dann jetzt am Ende dafür verantwortlich sind. Also warum werden diese Debatten geführt? Das ist natürlich irgendwie, keine Ahnung, Boulevardpresse in einem gewissen Maß, aber die hat uns ja noch nie weitergebracht. Roger, du hast in deinen einleitenden Bemerkungen ja schon auf die Rolle der Medien auch Bezug genommen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen beleuchten, vielleicht auch mit diesem Beispiel. Der Spiegel ist ja jetzt, auch wenn Merit das vielleicht anders sieht, aus meiner Definition heraus noch kein Boulevardmedium. Nur der Artikel, okay. Müsste das anders sein? Wir wollen jetzt auch die Presse nicht zensieren und natürlich lebt die auch irgendwie davon, dass sie solche Geschichten macht. Wie ist das für jemanden, der so ein Medienprofi ist, wie du es bist? Ich mache mir große Sorgen, weil man mit gutem Journalismus praktisch nirgendwo mehr auf der Welt richtig Geld verdient. Und das einzige Medium, das noch einen so großen Markt hat, dass es wirklich mit Journalismus bester Qualität Geld verdient, ist die New York Times. Aber danach wird es schon knapp. Schon die Washington Post gehört einem nicht unbekannten Amazon-Gründer. Jeff Bezos. Das führt dazu, dass mehr und mehr Medien in die Hände fallen von Menschen, die nicht unbedingt nur Geld damit verdienen wollen, sondern auch ihre politische Macht mehren möchten. Oder beides gleichzeitig, verkörpert durch Murdoch. Und das sind dann hochpropagandistische Medien, die mit eigentlichem Journalismus, wie wir ihn kennen, nichts mehr zu tun haben, nämlich Information suchen, prüfen, überprüfen, einordnen, gewichten, erklären, eventuell kommentieren und bei Bedarf berichtigen. Das ist guter Journalismus und das machen die nicht mehr. Sie machen nur noch eins, kommentieren. Und diese Propagandawalzen sind meistens antiökologisch. Bei Murdoch am deutlichsten zu sehen in Australien, das von einer Naturkatastrophe nach der anderen heimgesucht wurde und die beherrschenden Murdoch-Medien dort haben alles geleugnet. Jetzt sind sie von der Realität eingeholt worden, aber wahrlich zu spät. Das heißt, der Staat steht in der Pflicht, über die öffentlichen Medienhäuser hinaus, die gestärkt und nicht etwa geschwächt werden sollten, über die öffentlichen Medienhäuser hinaus guten Journalismus zu finanzieren. Dafür gibt es Modelle, die die redaktionelle Unabhängigkeit wahren. In Schweden die größte Oppositionszeitung ist die vom Staat am meisten finanzierte. Also da gibt es viele Modelle und das ist ein Beitrag, weil mit schlechtem Journalismus macht man keine gute Demokratie. Und wenn man keine Medien mehr hat, wie in den USA, die in der Lage sind, die Brücke zu schlagen zwischen zwei Hälften der Nation, und das tun die öffentlichen Medienhäuser mit all ihren Stärken und Schwächen, die wir alle kennen oder die ich von innen her sehr gut kenne. Das tun die dort, wo dieser Brückenschlag fehlt, dort wird es noch schwieriger. Ergänzend würde ich noch die These aufstellen, dass Medien gerade ihres Bildungsauftrages in Bezug auf die Klimakrise gar nicht gerecht werden. Also ich bin einer der Menschen, die Inhalte für Fridays for Future aufbereiten
und habe im Rahmen der Veröffentlichung des zweiten Kapitels vom IPCC-Report eben versucht, mal ein paar Zeitungsartikel oder so rauszusuchen. Zweites Kapitel ist Klimafolgenkapitel, um einfach irgendwie meinen MitaktivistInnen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass sie sich anschauen können, was hier eigentlich gerade abgeht, ohne sich diese tausenden Seiten durchlesen zu müssen. Und ich war schockiert davon, wie wenig ich einfach gefunden habe, was nicht in Zweizeiler war. Ja, IPCC hat veröffentlicht, Welt geht unter, Punkt. So, Entschuldigung. Und das ist auch die Stelle, wo es mir ein bisschen das Herz bricht, dass Jeff Bezos die Washington Times Post gehört, weil die unfassbar gute Essays schreiben über IPCC-Reports und so. Also wer mal die Nerven hat, sich 25, 30 Minuten hinzusetzen und so ein Essay zu lesen, die sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Englisch, aber ja, genau. Gleiches galt für das dritte Kapitel, das dann einen Monat später rauskam. Und was ich noch viel schlimmer fand, der State of the Climate Report ist von der WMO ist vor 3 Wochen oder so rausgekommen. Wem das nicht sagt, die WMO schreibt jährlich einen großen Bericht, ungefähr 75 Seiten oder so, wo sie einfach beschreibt, wie sich die Klimakrise im vergangenen Jahr entwickelt hat. Das heißt, im Prinzip sind es 50 Seiten, einfach nur Auflistung von Naturkatastrophe nach Naturkatastrophe, Auflistung davon, wie viele Menschen bei einzelnen Hitzewellen oder Überflutungen oder wie auch immer gestorben sind. Und in keiner Zeitung wurde das erwähnt. Es kam nicht in die Tagesschau, es kam nicht im Spiegel, es kam nicht in der Zeit. Also wenn dann das Bewusstsein für diese Krise fehlt, überrascht mich das nicht, weil JournalistInnen nicht berichten, wo wir in dieser Krise stehen. Und zwar jetzt schon an einem Punkt, wo hunderttausende Menschen jedes Jahr ihre Heimat verlassen müssen, weil sie zu Hause nicht mehr überleben können, wo Indien zu Teilen quasi nicht mehr bewohnbar wäre, wenn es keine künstlichen Kühlmethoden gäbe. Und das ist der Punkt bei 1,1 Grad globaler Erwärmung. Hier stehen wir gerade. Und das, was uns erwartet, ist ein Vielfaches davon. Weil allein mit der Latenz, die die Klimakrise hat, werden die Folgen der Emissionen, die wir jetzt gerade verursachen, uns so gegen 2030, 2050 erreichen und sie werden uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Was mich immer fasziniert oder verblüfft, ist, dass ich eigentlich niemanden kenne, der so ein richtiger Klimawandelleugner ist. Ja, also da habe ich zum Glück offenbar keine Kontakte hin. Aber wenn es dann an die konkreten Maßnahmen geht, hört man doch irgendwie relativ oft, ach naja, also das kann es ja jetzt irgendwie nicht sein. Oder Stichwort Tempolimit oder ähnliches. Ja, wie ist eigentlich dieses Gap zu erklären? Ist das so ein medial vermitteltes Gap oder ist das einfach die private Bequemlichkeit, die sozusagen schon anerkennt, dass wir was tun müssen, aber vielleicht irgendwie dann bitte doch woanders anfangen? Und wie überwinden wir das? Also ich glaube, zum einen ist es nur ein Informationsproblem, wie schon angesprochen. Also es ist einfach, man muss sich ja sehr aktiv hinsetzen, um diese Ausmaße mitzubekommen und die Details. Dann ist es, glaube ich, eine totale soziale Ungerechtigkeit, also dass Menschen Angst haben, Wohlstand zu verlieren. Und da kannst du gleich, glaube ich, noch mehr sagen, aber so, es gibt unfassbar tolle Ansätze, wie zum Beispiel BürgerInnenenergie, die Demokratie fördert, kannst du gleich ausführen. Also es ist total schwierig. Ich glaube, zum Teil ist es ein grundsätzliches Abgehängtgefühl von Regierungen. Da wurde jetzt ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Und dann vielleicht auch ein Augenverschließen davor. Und das ist, also ich glaube, es ist total vielfältig und die Lösungsansätze müssen eben auch total vielfältig sein. Wir müssen damit anfangen, Menschen darüber aufzuklären. Und vor allem, also das ist ja immer so ein bisschen paradox, weil was uns erwartet, wenn wir eben keine Maßnahmen ergreifen, ist ja viel, viel schlimmer. Und der Wohlstandsverlust wird viel, viel schlimmer sein. Und es wird natürlich mit Einschränkungen einhergehen, aber
wenn man die nicht richtig kommuniziert und wenn man erst wie schon angesprochen, die Dieselpreise erhöht und dann irgendwann daran denkt, vielleicht die Bahn auszubauen, ist das halt die falsche Reihenfolge. So, wir müssen die Maßnahmen gut abschätzen, wann wir was machen und dann eben auch die Leute mitnehmen. Also gerade, da kann man jetzt ja immer schon den ländlichen Raum nennen, woher sollen irgendwelche Politiker, die seit vielleicht oder noch nie auf dem Land gewohnt haben, wissen, was denn jetzt irgendwo in Baden-Württemberg das Beste ist. So, das muss vor Ort passieren und es ist auch nicht so, dass wir, wenn wir bei Mobilität bleiben, ein Mobilitätskonzept haben, wo das können wir dann überall anwenden, sondern es muss eben vor Ort geschaut werden, was möglich ist und dann können die Menschen beteiligt werden und dann würden sie auch mitgehen, weil was relativ schnell eintritt, ist ja ein totaler, also es ist ja eine Lebensstandarderhöhung, wenn man super schnell mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinkommt und nicht immer selber fahren muss oder so. Also das steigert die Mobilität und schränkt sie nicht ein, aber das sind eben solche Dinge, die ein bisschen komplexer sind. Und wenn wir zum einen eben die grundlegenden Informationen nicht haben und zum anderen die Information, was uns das bringt und was wie wir da rauskommen können und dass es eine positive Zukunft sein kann, dann verstehe ich, dass Menschen sagen, nee, also hallo, wie soll ich denn zur Arbeit kommen? Und da wird aber ja gar nicht drauf eingegangen auf solche Meinungen. Also ja, es ist also vielfältiges Problem, vielfältige Lösungen, die wir brauchen. Und ich jetzt auch nicht die Allheilmittel habe, sondern das ist eben was, wo wir jeden und jede brauchen. Darf ich zu deiner Frage? Pardon. Okay. Vielleicht nochmal kurz zur Klimaleugnung. Ich glaube, dass es schon auch Klimaleugnung ist, auf andere Art und Weise. Und zum Teil passiert es aus Unwissenheit, weil normale BürgerInnen haben gar nicht die Möglichkeiten, sich so sehr damit auseinanderzusetzen. Wenn ich einen Job habe, wenn ich irgendwie dann am Ende noch versuche, irgendwie am Ende des Monats über die Runden zu kommen und dann vielleicht noch irgendwie ein Sozialleben haben will, dann ist es fast nicht möglich. Dass ich mich so ausführlich damit beschäftigen kann, liegt daran, dass ich mittlerweile dafür bezahlt werde. Ich habe einen 39-Stunden-Job, von dem ich bestimmt 20 Stunden die Woche mit Studien über Klimakrise füllen kann. Diesen Luxus hat nicht jeder. Luxus, nee. Aber PolitikerInnen haben den. Und dass PolitikerInnen dann trotzdem nicht handeln oder plakatieren Kanzler für Klimaschutz und dann tatsächlich nichts machen, sind genau die Lücken, wo man dann eben sagen muss, okay, vielleicht ist es doch Klimaleugnung. Gleiches sehen wir jetzt in der EU ganz stark. Wir haben die EU-Taxonomie und Fit for 55, zwei der weltweit besten Klimaschutzmaßnahmen bzw. Maßnahmenpakete, die wir haben. Und beide werden gerade durch Lobbyinteressen massiv geschwächt. Wir haben bei beiden beobachtet, dass fossile LobbyistInnen, im Falle von der Taxonomie waren es gerade russische Energiekonzerne wie Gazprom und so, die sehr, sehr stark Einfluss auf die Kommission genommen haben, bis sie halt vorgeschlagen hat, okay, lass Gas und Atom mit aufnehmen, weil das einfach Milliardengewinne für diese Konzerne bedeutet. Jetzt mit Fit for 55 waren es ganz viele Industrielobbyverbände, die wirklich, wirklich gute Maßnahmen jetzt massiv verwässern wollen, die den ETS gerade dabei sind, ihn zu ruinieren, indem sie diesen ETS ruinieren, gleichzeitig vermutlich den Carbon Border Adjustment Mechanism rechtswidrig machen, aus Gründen von internationalem Wirtschaftsrecht, das weißt du vermutlich besser als ich. Ich will nur sagen, wenn Sie gestern bei Bärbel Baas sich gefragt haben, warum hat die davon gesprochen, dass PolitikerInnen so viele Abkürzungen verwenden, das ist das jetzt hier gerade. Also ETS, das... ETS, Emissions Trade System, also Zertifikatehandel für CO2-Emissionen. Genau. Punkt ist, da gab es sehr, sehr, sehr gute Vorschläge, die sowohl wirtschaftlich machbar waren, als auch in line mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und da wurde jetzt eben in einer Lobbyflut einfach auf alle Abgeordneten im Europaparlament Einfluss genommen, sodass fast das Verbrenner ausgekippt worden wäre, das ja wirklich progressiv und nicht mal schlecht gewesen wäre. Also es ist ja nicht so, als wären dann plötzlich die Verbrenner alle von der Straße gewesen. Es hätte nur keine Neuzulassungen gegeben. Und es hätte immer noch E-Autos geben können. Also es ist nicht mehr so, als hätte es keine Autos gegeben. Es hätten nur andere Autos gegeben. Innovation. Worauf ich hinaus will, ist, Lobby untergräbt Demokratie.
massivst. Wir haben die Interessen von großen Teilen der Gesellschaft, die dadurch untergraben werden, dass einzelne profitgeile Menschen die Macht haben, um ParlamentarierInnen umzustimmen mit wirklich massiv ekelhaften Mitteln. Um das vielleicht in den noch größeren Rahmen zu stellen, die Frage, warum geht es so langsam? Wir haben Pfadabhängigkeiten. Also seit dem Zweiten Weltkrieg leben wir in etwas, was die Konsumgesellschaft war, und ganze Generationen sind in diesem Rahmen großgezogen worden. Seit Maggie Thatcher und Ronald Reagan haben wir 4 Jahrzehnte gelebt in einem Ultraliberalismus, der übrigens verstärkt wurde dann von Sozialliberalen. Das waren dann Gerhard Schröder, Tony Blair und Bill Clinton, die das fortgeführt haben mit dem Versprechen, es gibt mehr Wachstum und das Wachstum wird verteilt, wurde nicht verteilt. Und der Wahlkampfspruch von Bill Clinton war, it's the economy, stupid. Und das wurde internalisiert, wie wenn das normal wäre und nicht, it's the ecology, stupid, it's the society, stupid, it's the democracy, stupid. Nein, Vorrang des Ökonomischen. Und zwar von Erzkonservativen wie von Sozialliberalen. Und von dieser Denke, die übrigens verheerend war, weil das Ergebnis der 4 Jahrzehnte Ultraliberalismus, von denen sich Deutschland jetzt auch verabschieden muss, ist, die Ärmeren wurden ärmer, man hat ihnen Sozialabbau zugemutet bis zum Gehtnichtmehr, Hartz IV, als Nährboden übrigens für die AfD. Da teile ich Ihre Meinung, es ist nicht das ökonomische Niveau. Es gibt Populismus in Reichen und Armen, in egalitären und inegalitären Ländern. Aber wenn man die Aussichten verliert, egal auf welchem Niveau man ist, da ist man dann empfänglich für die Rechtspopulisten. Verarmung der Armen in vielen Ländern. Die Reichen wurden reicher, die Superreichen wurden superreicher und die Mittelschicht, von der schon Aristoteles sagte, dass sie die Tragsäule der Demokratie ist, die ist erodiert. Und auf diesem Hintergrund dann neue Herausforderungen, die erwähnt worden sind während der Tagung, anzupacken, ist verdammt schwierig. Aber ich glaube, dieses Umdenken ist möglich.